Ihr Hetzler, hat doch auch mal. Ach, endlich. Es lädt. Hey, es lädt. Ja, hui. Again. Hey, 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 hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Scrap Mechanic Zuschauer Creations. So, der Staubsauger war wieder am Start. Hi, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet hast. Und ich habe etwas Neues, vielleicht fällt es euch auf, und zwar mein Ton klingt eventuell für die aktiven Zuschauer unter euch da draußen etwas anders an. Und zwar, das hier ist mein alter Ton, so hörte es sich vorher an, und dies hier ist jetzt mein neuer Ton. Und schreibt mal in die Kommentare, fällt euch ein Unterschied auf, und wenn ja, was findet ihr besser, den alten oder den neuen Ton? Und wenn ihr etwas zu sagen habt, ey, okay, der neue Ton ist vielleicht ganz cool, aber dürft ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich bin nämlich noch am Rumtesten, denn ich benutze nämlich ein anderes Programm, Freunde. Denn ich habe vorher mit Audacity meinen Ton aufgenommen und jetzt zur Zeit nehme ich meinen Ton mit, also neuerdings, mit Adobe Edition CC 2019 auf. Und bearbeite das nochmal ein bisschen mit Normalisierung, dass es nicht so an bestimmten Sachen ausschlägt, wie wenn ich zum Beispiel hey, hey, hey sage. Und mache dann noch ein bisschen Equalizer rüber, dass einfach nochmal ein bisschen die Höhen und Tiefen, ein bisschen, dass einfach alles schön ein bisschen bassiger klingt, aber auch trotzdem klar. So, auf jeden Fall kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Und ich rede eigentlich die ganze Zeit mit der Kamera, obwohl ich die Cam gar nicht anhabe. Ich gucke in diese Linse rein, obwohl eigentlich die Kamera aus ist. Naja, okay. Ich habe hier etwas Schönes für euch rausgesucht, beziehungsweise eingesendet bekommen. Und zwar von dem lieben... Na, jetzt muss ich mal gucken. Vom Buddha. Hey, yo, Buddha, dankeschön auf jeden Fall. Und er schreibt, dies ist mein selbstgebauter Coco-Dog. Funktioniert ganz einfach. Erstens zum Spielen den grünen Knopf drücken. So lange wie gewünscht. Achtung, es funktioniert. Oh, ich musste gerade überlegen, weil hier Funktion-Leertaste. Es funktioniert, nur wenn die Lampe leuchtet. Okay. Zweitens, zum Zurücksetzen, wenn das Krokodil zugeschnappt hat, den blauen Schalter drücken. Und warten, bis in der alten Position ist. Ach, bis er in der alten Position ist. Nun den blauen Schalter erneut drücken zum erneuten Spielen. Den ersten Schritt wiederholen. Okay, weiß ich Bescheid auf jeden Fall. Entschuldigung gerade für diese blöde Stimme. Aber ich weiß nicht, ich find's lustig. Okay. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn ich so nicht mehr so viel, also dadurch, dass ich nicht mehr so jeden Tag krampfhaft ein Video mache, bin ich viel kreativer und viel lustiger und viel besser drauf. Das finde ich auch ganz gut. Ja, darf der Zag und der Kalle natürlich vorstellen, ne, und auch andere YouTuber, solange ich erwähnt werde, natürlich immer einmal auf Englisch, das interessiert uns natürlich nicht. Das heißt, wir drücken den grünen Knopf, sollte es nicht funktionieren, zurücksetzen, drücken wir den blauen Schalter, drücken und warten, genau, nur den blauen Schalter erneut drücken und dann grün. Okay, machen wir das mal. Wir haben hier auf jeden Fall den Coco-Dog. Wir gucken uns den einmal kurz vorher an. Wir haben ihn zwar auch so schon gesehen, aber ja, hier ist wahrscheinlich die ganze Technik hinter. Wir können ja, obwohl, nee, lieber nicht. Nachher machen wir es kaputt. Gucken wir gleich rein am Ende, weil erstmal testen wir einmal aus. Ah, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Okay. Oh, 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 oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich habe nämlich erst schon einmal gedrückt. Genau. Aha, so funktioniert es also. Wir haben jetzt hier die Zähne. Aha, oben nicht. Wir haben jetzt hier die Zähne. Das heißt zum Beispiel, ich kann jetzt den runter machen. Okay, alles easy. Vor allem, das ist ja aber auch... Ich bin natürlich hier auch gefangen, ne? Machen wir den. Oh. Machen wir den. Oh. Machen wir den hier. Okay, okay. Oh, 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 oh. Vor allem, ey, das ist doch gemein. Wenn das runtergeht, dann bin ich hier drin gefangen. Oh, oh. Nehmen wir den. Ha, ha. Oh, okay, 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 okay. Oh, oh, ah, oh, puh. Oh. Nehmen wir den erstmal. Oh, ich dachte gerade. Ey, wir haben noch 3 Stück. Okay. Welchen soll ich jetzt nehmen? Ich weiß. Warte, hier sind schon mehr. Ich nehme jetzt links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Ich würde die Mitte nehmen. Nehmen wir den. Ja. Ah. Oh nein, jetzt aber 100 Pro. Was? Ich habe gewonnen.
Ich habe gewonnen. Hä? Also weil es der letzte ist, geht er wahrscheinlich immer wieder hoch, ja? Nee. Hä? Okay, entweder hat es gerade nicht funktioniert, oder es geht natürlich nicht, weil ich jetzt gewonnen habe. Wir gucken aber trotzdem mal hinten rein, würde mich mal interessieren. Butter, du wirst dieses Video bestimmt sehen, du kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob ich da einen Fehler gemacht habe, ob ich gewonnen habe oder wie auch immer, würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall, hier sind die Zähne, die ein- und ausfahren. Hier haben wir irgendwie ein drehbares Ding, würde ich sagen, genau. Das ist, okay. Ich blicke da natürlich wieder nicht durch. Ich bin gut im Bauen, Square Mechanic, aber Technik, naja. Aber ich weiß es natürlich nicht genau, ob ich jetzt, ich glaube gewonnen, würde ich sagen. Doch, ich habe, glaube ich, gewonnen. Ne? Sagen wir so, ich habe gewonnen. Ich würde sagen, Freunde, das war's dann. Ladet euch auf jeden Fall diesen Krokodok runter. Ja, einfach mal im Workshop nachschauen, runterladen und eine Bewertung dort lassen auf der Steam-Seite von Butter. Und Butter, Dankeschön für deine Einsendung auf jeden Fall. Und wenn ihr da draußen euch jetzt fragt, hey, yo, Alter, wie kann ich auch was einsenden? Ich habe was Geiles gebaut oder ich baue was gerade was Geiles und ich möchte unbedingt, dass du das vorstellst, Kalle. Ja, ganz einfach. Wenn du es hochlädst oder auch generell in der Beschreibung einfach ganz unten reinschreiben, darf der Kalle AD vorstellen. Und der Kalle AD solltest du genauso schreiben wie hier auf dem YouTube-Kanal, wie ich geschrieben werde, weil sonst finde ich das leider nicht. Und natürlich zusätzlich, sollte ich das noch nicht haben, kannst du mich dann irgendwann gerne mal in den Kommentaren fragen, ob ich das schon mitbekommen habe, denn manchmal ist es halt so, wenn das schon Bauwerke sind, die jetzt zum Beispiel ein Jahr alt sind oder generell jetzt nicht gerade hochgeladen wurden, sondern jetzt schon ein bisschen älter sind, dann werden sie mir auch nur angezeigt unter dann und dann, also dann, wo das auch hochgeladen wurde, und dann sehe ich das manchmal nicht, weil natürlich viele Leute aktuelle Sachen, die sie gerade gebaut haben, hochladen, und dann geht das leider ein bisschen unter, deswegen einfach auch mal nach einer bestimmten Zeit, wenn ihr das gemacht habt, einfach mal in den Kommentaren reinschreiben, hey, yo, Kalle, das habe ich, hast du das gesehen? Sowas halt, ne? So, ich würde sagen aber, das war's dann jetzt erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, was ihr zu der Tonqualität sagt. Bin sehr, sehr gespannt, ob vielleicht zu viel, zu wenig, was, obwohl, zu wenig glaube ich, zu viel vielleicht, zu wenig glaube ich nicht, obwohl ich den Bass eigentlich ganz gut finde, danach wird nochmal normalisiert, damit das nicht so ausschlägt und dann ist das eigentlich relativ erträglich, würde ich sagen. Aber nun gut, ich bin natürlich mit euch zusammen gerne noch ein bisschen am Rumtüfteln, dass wir die bestmögliche Tonqualität rausbekommen, ist ja kein Problem. Auf jeden Fall in diesem Sinne würde ich sagen, hau der Rene, macht's gut, auf Wiedergeschauen.